Unboxing Boys sind wieder da. Wir hauen die Unboxings im Moment raus, bis zum geht nicht mehr. Wie ihr seht, haben wir da wieder ein Päckchen von Amazon. Etwas Größeres. Wie ihr in der Beschreibung bzw. im Videotitel lesen könnt, wissen wir ja schon, was drin ist. Und dann machen wir nicht groß warten. Dann fangen wir doch gerade einfach mal an. Moment. So. Ja. Den Rest brauchen wir nicht. Da haben wir als erstes Star Fox 64 3D. Ein Remake, ja, vom Star Fox 64 oder wie es bei uns in Deutschland gehießen hat, Lilat Wars. Ein aber geiles Spiel damals. Auch der Star Fox für SNES. War auch gut. Und ja, dann gehen wir mal hier. Gucken, ob ich es mit dem Finger aufkriege. Nee. Gehen wir hier. Was sich da drin alles verbirgt. So. Auf jeden Fall erstmal. Das Cover ist schon mal gut. Wieder na, mit diesem FSK-Flatsche. Das ist mal wieder übelster Bullshit. Hier sehen wir auch, hier kann man auch da mit dieser Art, also mit dem 3DS, so Art Motion Control verwendet. Das heißt, wenn man den 3DS hin, ja, hin und her bewegt, kann man damit lenken, aber ich finde, damit komme ich eh nie klar. Egal. Ah, wieder ein Club Nintendo Code mit bei. Ich habe mich doch schon mal drüber schlau gemacht und ich finde, das ist ja mal wieder Anleitung. Anleitung in einem Spiel dabei, dass man so eigentlich heutzutage selten sieht. Ja. Farbig sogar und mit mehreren Seiten, mehr wie 5 Seiten. Ja. Hier werden auch, glaube ich, in dem der Beschreibung noch die Charaktere vorgestellt. Ja. Sieht man da. Naja. Da hat man hier das Modul. Ja, auch nichts Großartiges. Was ich natürlich geil finde, ist hier in den freien Räumen von der Hülle sieht man dann so ja, Charaktere vom Spiel. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Könnte man eigentlich auch als Wendecover benutzen, aber nee, da bevorzuge ich doch lieber das da. Ja. Das war's dann mal mit Lilat Wars, aber das war's ja noch nicht. Wir haben ja noch was. So, und damit wir gleich weitermachen, weil wir haben ja gesehen, es waren 2 Spiele drin. Hier haben wir dann Dead or Alive Dimension. Ja, Dimension. Da steht Ready for Hotspot. Das heißt, ja, man kann es dann online spielen, denke ich mal. Freigegeben ab 12 Uhr. Wieder diese FSK-Flatsche. Was haben wir da hin? Ja. Noch ein Versuch, noch ein Kampf. Ah ja. Ich habe mir das einfach mal halt geholt, weil es erstens mal günstig war. Sehr günstig. Und so ein kleines Kampfspiel für zwischendurch mal ein bisschen auf dem DS rumschwade, ist eigentlich nie verkehrt. Weil für ein gescheites Beat'em'up muss ich noch warten. Da müssen die 3DS-Besitzer warten, weil Super Smash Bros. Ein bisschen ja, später kommt. Und schon wieder kommt mir da so ein Club Nintendo-Code entgegen. Ja. So, was haben wir da? Das ist dann auch so eine Art ja, Anleitung, oder? Also ist schon krass, also bei den 3DS-Spielen sind wieder Anleitungen dabei. Also bei PlayStation oder Xbox und so weiter und so fort sind Anleitungen ja, Mangelware, beziehungsweise 3 Blatt groß, dick. Hier ist leider wieder alles in weiß, also kann man nicht irgendwie als Wendecover benutzen. Nehmen wir hier die Karte. Ja,
Ja, ich habe die Demo auch gespielt gehabt, also es ist ja, Dead or Alive halt. Aber es macht halt Bock so zwischendurch, wenn man wo einfach Lust hat, mal ein bisschen auf dem 3DS rumzuprügeln, ist das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, dann machen wir das wieder hier rein. Ja, wir bedanken uns, die Unboxing Boys, fürs ja, angucken. Lasst einen Daumen hoch da bei uns oder abonniert uns oder was auch immer, was euch gerade so passt. Bis zum nächsten Mal.